auf Gefechtsstation. Mit diesen schönen Worten begrüße ich euch zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships und heute schauen wir uns einen fast schon guten alten Bekannten an, nämlich das Tier 7 Schlachtschiff Scharnhorst und ja, ist ja das Schwesterschiff bzw. baugleich mit der Kneisenau im Spiel. Beide gibt's. Das eine ist die Premium-Variante hier zu sehen und die Kneisenau ist im normalen Tech-Tree. So, und schon gehen die ersten Schüsse raus Richtung Fuso. Trifft zwar, aber in dem Fall lauter Abpraller, also da noch nichts passiert. Mal schauen, was hier so möglich ist. Die Cleveland auch da jetzt raus mit den Schüssen. Da gibt es schon einen Ausfall. 2500 Damage hat dieser Schuss oder dieser Granatenhagel eingebracht. Und die Schiffe, gerade die Arizona, bewegt sich hier ganz gut. Die könnten gleich ordentlich ankommen, die Schüsse. Aber 17 Kilometer ist auch natürlich ein Haufen Holz. So, die Colorado, das ist wohl das nächste Ziel auf die York. Da kommen sie jetzt alle gerade nicht drauf, weil die sich hier hinter der Insel da versteckt. Aber jetzt kommt Arizona, 14 Kilometer. Schöner, flacher Winkel. Granaten kommen gut an, vielleicht sogar ein bisschen zu weit vorgehalten. Ja, und die Arizona dreht da auch schon bei. Also da jetzt leider keine Chance. Vielleicht ist die Miyoko, sobald er nachgeladen hat. Man hat ja mit der Scharnhorst recht schnell nachladende Granaten für ein Schlachtschiff. Also 20 Sekunden, das ist schon sehr, sehr ordentlich. Aber auch die Miyoko dreht wieder weg. Deswegen nur 760 Schaden. Jetzt komm, jetzt muss doch da mal was passieren. Die York ist hier phänomenal nah dran. Also hier hinter der Insel, da kann gleich richtig was passieren damit. Bin gespannt, wie sie darauf reagieren. Torpedos gehen hier schon raus. Und er dreht auch schon bei, dass sie hier auf die York jetzt drauf gehen kann. Weil wegkommen wird die nicht mehr. Da werden jetzt den ein oder anderen Torpedo noch in die Richtung fliegen. Aber bevor er Draht drauf schießt, geht er erstmal auf die Emerald drauf. Ah, das gibt's doch nicht. Wie fliegen denn da die Granaten, bitte? So, und jetzt gehen die Schüsse raus Richtung York von der Sekundären. Er selber kann leider noch nicht drauf schießen. So, und er geht jetzt auf die Emerald erstmal drauf. Interessantes Ziel. Ich dachte vielleicht, dass die da stärker hier pendelt. Dementsprechend hat er da die Emerald rausnehmen wollen, aber hat man gesehen, hat er nicht so eingeschlagen, wie er sich das erhofft hatte. Jetzt muss man natürlich sagen, jetzt wird es ganz schön massiv, da eine Fuse, eine Miyoko, eine Arizona, eine Emerald. Alle gegen sich und er bildet hier jetzt so die Speerspitze dieses Schiffskonvois. Und da die Schüsse Richtung Emerald, 17.000 Schaden und vielleicht nimmt er, ja, dann nimmt er ihn raus mit der Salve. Sehr schön, vernichtender Schlag. Tschüss Emerald. Gut, ist natürlich nur hier 5 Kreuze, aber weg ist weg. Er muss jetzt hier auch heilen, dass er da nicht zu viel Hitpoints verliert, aber der hat da einen Haufen Gegner gegen sich.
So, jetzt dreht er hier aber mal ab. Da ist natürlich mit der Plischka schon auch ein sehr unangenehmer Gegner. Der wollte ihn jetzt unbedingt haben. Deswegen hat er hier diesen Kurs gewählt, der Plischka. Das war also jetzt sehr, sehr clever, dass er da jetzt hier nicht diesen Weg eingeschlagen hat. Kann jetzt hier auch ein paar Schüsse rausbolzen. Muss jetzt nur aufpassen, dass er da jetzt nicht zu massiv auch gleich vielleicht noch einen Torpedohagel abbekommt. Aber man sieht, die Torpedos, kein Problem. Plischka hat es hier ganz schlecht gespielt, hatte wahrscheinlich erwartet, dass die Scharnhorst hier direkt auf ihn drauf fährt. Ist Gott sei Dank nicht passiert aus seiner Sicht heraus. Jetzt brennt er aber, kann gerade nicht heilen. Aber da lässt er wohl den Brand einfach mal passieren, weil die Heilung ist gleich wieder am Start. Nee, er löscht das Feuer. Bis dato von den Tickets her gar nicht so viel Unterschied im Spiel. Der Gegner hat allerdings schon 3 Schiffe verloren, seins erst 1. Also das ist natürlich definitiv besser. Aber er sucht sich auch immer die Stellen aus, wo gefühlt möglichst viele Gegner sind. Also der fährt jetzt auch darüber, wo richtig was los ist. Also man kann ihm definitiv nicht attestieren, dass er einer von den Kartenrand-Schlachtschifffahrern ist. Wie man es hier zum Beispiel, kann man ja auch mal da drüben, die Fuso. So in der Form gibt es da ja einige, aber er ganz im Gegenteil. Der versucht immer, die möglichst dickste Action zu wählen. Oh, die Colorado, die bekommt der Besuch von einigen Torpedos. Und, oh, da hat sie natürlich mal massiv einstecken müssen. Und da ist er auch schon raus. Schöner Schlag, was hier die Akatsuki auf die Colorado gemacht hat. Und er geht jetzt hier auf den Miyoku. Hat natürlich jetzt auch damit ein Gegnerschiff weniger. Sehr sympathisch in der Situation. Falls sich der ein oder andere wundert, warum schießt er denn da Torpedos? So viel Reichweite hat er ja nicht. Nee, kann ja aber sein, dass die Miyoku da weiter in die Nähe kommt. Und 11.000 Schaden. Und dementsprechend dann den Weg so verkürzt, dass dann aus den 8 Kilometer doch deutlich weniger werden und man dementsprechend die Torpedos doch ins Ziel bringt. Aber konnte jetzt nicht. Aber jetzt hat die Miyoko ein Problem, weil jetzt kann sie gerade nicht mehr wirklich eindrehen. Die hat da nämlich die Insel. Das heißt, sie muss wieder so rausdrehen und offenbart damit ihre Breitseite. Leider ist nicht der Damage angekommen, den er da wollte. Muss jetzt hier aufpassen, dass er da selbst nicht Opfer der Torpedos wird. Aber die Scharnhorst ist ja recht agil. Ich würde es auch eher als schweren Kreuzer darstellen. Es fühlt sich auf jeden Fall so an. Die Torpedos hier gingen ordentlich vorbei, aber jetzt ist er seitlich und ja, da kann es nichts anderes geben als die Zitadelle und weg damit. Tschüss, Miyoko. So, jetzt hat er wieder die Heilung angeworfen. Dementsprechend kommt er gut über 33.000 Hitpoints gleich wieder. Also da hat er noch ordentlich was vor sich. 64.000 Schaden aktuell auf der Uhr. So, und die Nagato, auch die will da mal begrüßt werden. Muss aufpassen, natürlich wird er jetzt Ziel der Nagato ebenfalls. Aber der Schaden war unglaublich überschaubar. Wenn er jetzt noch schnell schießt, kriegt er nochmal eine schöne Breitseite hin. Und der könnte Schaden machen. Yo, 9.000. Das passt. Aber auch hier wieder Nagato, König und Cleveland. Alles unglaublich nah. Hier schießt er die Torpedos noch nicht, weil er noch nicht so ganz weiß, wie die Nagato sich da verhält. Und die Torpedos könnte er auch gleich noch brauchen. Man könnte aber eventuell eindrehen, je nachdem. So, die Cleveland schießt auch schon auf ihn. Da kommt der HE-Kugel daher. So, leider geht der eine Torpedo jetzt da wohl nicht ins Ziel. Nee, ganz knapp, aber der verfehlt dann die Nagato doch deutlich. Aber er hat ja das Torpedo-Rohr noch komplett gefüllt auf der Backbordseite. Und dementsprechend will er da natürlich hier möglichst jetzt einen guten Schuss auf die Nagato rausbringen. Muss jetzt nur warten, dass er da hier an dieser Insel vorbeikommt.
was jetzt der Fall ist. Und jetzt komm, schick sie auf die Reise. So, Nagato dreht da schon rein. Alle drei Torpedos auf dem Weg. Zwei werden auf jeden Fall treffen. Vielleicht sogar der dritte. Und alle drei treffen ihr Ziel. Das ist mal richtig schmerzhaft gewesen für die Nagato. Und damit auch hier die Zerstörung. Jetzt brennt er zwar wieder, aber der wird direkt gelöscht. Muss nur aufpassen auf die Torpedos, die hier auf der Seite kommen. Kann jetzt aber auch weiter auf die König gehen. Leider kein richtig dicker Schaden, aber alles gut. Torpedos hat er nicht ready, logischerweise. Die hat er ja gerade abgefeuert. Und da jetzt wieder eine schöne Salve mit 8000 Schaden. Die Cleveland nimmt ihn jetzt natürlich hier in den Fokus und das passt ihm gerade gar nicht. Deswegen, er dreht jetzt hier komplett weg und will jetzt selber da mal auf die Cleveland gehen. Er denkt sich, genug Leute, die da auf die König gehen, und jetzt will er ein Stück vom Cleveland-Kuchen haben. 5 Sekunden, bis die Schüsse ankommen. Könnte ganz gut gepasst haben. Er schaut nochmal auf die König. Da ist alles gut gegangen. Aber Cleveland selber zu wenig Schaden eingesteckt. Er ist wieder am Brennen. Kann jetzt da nichts dagegen in dem Augenblick tun. Muss aufpassen. Mit der Miyoku auch nochmal ein unangenehmes Schiff, was das Thema Brände angeht. Aber derzeit schon bei 140.000 Schaden. Das ist schon einiges. So, er nachgeladen hat er. Allerdings ist die Miyoko gerade so ein bisschen in einem unangenehmen Winkel zu ihm. Also so richtig schön ist der nicht. So, jetzt wird wieder die letzte Heilung angeworfen, die er hier hat. Die Cleveland dürfte ihn auch gleich wieder im Fokus haben und umgekehrt auch. So, da sind Torpedos, aber Gott sei Dank hat er da einen anderen Weg eingeschlagen. Jetzt lässt er seinen Katapultjäger los und da ist die Cleveland. Cleveland hat keine Torpedos. Das ist natürlich ein schönes Ziel und eine schöne Distanz. Die kommt sogar auf ihn zu. Das heißt hier, das nächste Opfer für seine Torpedos gleich. Er hat auch nicht mehr viel Hitpoints, das heißt, er kann jetzt da schön in Ruhe drauf fahren. Sollte jetzt noch nicht zu lange warten, weil klar, jeder Hitpoint ist hier notwendig. Oh, satte Salve. Super gut. Weg ist er in der Cleveland. Sein 4. Kill. Einen braucht er noch, um sich hier die Krake zu sichern. Auch die Miyoko dreht jetzt schön ein. Jetzt offenbart sie komplett ihre Breitseite. Junge, hau sie weg. Zu weit vorne. Nein, er war zu weit vorne. Das war so perfekt. Aber da hat er die Fluggeschwindigkeit gefühlt ein bisschen unterschätzt. Weil die kam dann doch deutlich schneller an. Also da braucht man echt nicht weit vorhalten. Und nachgeladen hat er. Jetzt raus damit. 4788, auch wieder hier ein bisschen zu weit, also ein bisschen direkter auf das Schiff und auf die Mitte gezielt, dann wär's das schon, weil den Krieger, den sollte er sich jetzt holen, der ist ja sowas von auf dem Tablett liegend. Gut, den Richtungswechsel, keine Torpedos, die ihn hier treffen. Die kommen schöner, denke ich mal. 4788. Dann sag ich jetzt schon mal Tschüssikowski, weil die Runde ist gleich beendet. Das ist das letzte Schiff. Hoffe, es hat euch gefallen. Und ob er sich jetzt den Krieger sichert oder ob ihn jetzt jemand noch wegmopst, das werdet ihr jetzt sehen. Den Torpedo kann er gut ausweichen, weil man hat hier einfach sehr agiles Schlachtschiff. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba. Gegnerischer Kreuzer versenkt.